Hallihallo, liebe Leute, hier ist ein Franken-Andi und ich bin mit dem Gacki mal wieder in Frankreich. Die Nachbarsbauern schlagen zu, neuer LS, alter Nachbar und der Gacki, der ist natürlich auch irgendwie da. Und ich habe für März super Wetter bestellt, ne? Hier so, also wir wollen zählen und so, ne? Ja, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich meine, es ist Sonnenschein laut Wetter-App, aber es schneit. Ja, die, ich weiß auch nicht, was da los ist. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Ha, ha. Ja, ich guck mal. Ja gut, wir haben aktuell minus 4 Grad. Also das passt schon. Das ist gut. Wir haben aktuell minus 4 Grad. Aber die Vorhersage ist, für 7 Uhr haben wir 12 Grad. Die Straßen werden weiß. Ja. Also manchmal. Mein Shader sagt so, er überlegt sich noch, ob es weiß werden oder nicht. So, und ich will ja jetzt mal hier was ausprobieren. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert mit dem Saatguttank. Genau, Saatguttank. Apropos Saatgut. Ich meine, wenn es schneit und minus 4 Grad, das ist ja ein perfekter Zeitpunkt, um Gas zu säen. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn jetzt nicht, wann dann, ne? Ja, ich guck mal, ich tue deswegen jetzt Baumwolle ansehen, weil die macht so schön warm. Ja, außerdem weiß ist weiß, ne? Das ist ja wurscht. Genau. Jacki, du hast immer noch nicht an deiner Halle den Boden geebnet. Nö, so weit bin ich noch nicht gekommen. Ui. Ankoppeln. Ja. Leuche gehen nicht. Okay, da nicht. Ja, Deckel geht auf. Gut. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob die Technik funktioniert, so wie sie früher funktioniert hat. Oh Gott. Ja, dann versuche ich mal neben deine Sämaschine da den ganzen Krempel auszuwerfen. Mal gucken, ob es klappt. Passt, ja. Okay. Was? Ist da noch was drin? Ich bin ja wirklich mal gespannt, ob die Jungs von Realistic Modding noch eine verschärfte Seasons rausbringen. Oh. Hallo. Ja. Herr Nachbar, ich habe Ihre Sämaschine ausgeliehen. Backgutes inklusive, danke. Da steht eine Sämaschine im Weg. Die Sämaschine hast du da selbst hingestellt? Ja, ich weiß. Okay. Wo habe ich überhaupt noch Saatgut? Hier im Hof? Ich weiß gar nicht. Oder ist das... Oh, sag bloß, ich habe mich jetzt wieder verarren lassen. Oh nee, ich bin so blöd. Was denn? Den Tank, den ich geholt habe, das ist ein Düngertank, das ist kein Saatguttank. gut. Achso, dann fahren wir zum Shop zurück. Ist ja zum Glück nur gemietet. Ja. Der Weg war umsonst. Ja, das ist ein tolles Buch. Habe ich schon zweimal gelesen. So, ach, da drüben war... Ach nee, das war Kalk, ne? Gut, ich habe anscheinend gar kein Saatgut mehr. Das ist ja... Spitzenklasse. Dann muss ich doch den Tank von der Kuhn, glaube ich, nehmen. Das war, glaube ich, Saatgut. So, dann stellen wir den mal hier ab. Ja, erst runterlassen. Oh, Mann. Üpidu, mach voll die Kiste. Zurückgeben, ja. Echt jetzt? So, jetzt gucken wir nochmal. Da gab's nur den. Dann gehen wir mal da rein. Ja, das ist Saatgut und Dünger. Ja, der ist aber teuer. Oh. Was kostet der in der Miete? 918 Euro. Meine Fresse. Oh.
Ich werd arm hier. Du bist schon arm. Und ich sehe es kommen, dann funktioniert das nicht mal. Mit deinem Kredit hier. Wie viel hast du denn Kredit jetzt? 700? 710. Dann bin ich ja mit meinen 200 irgendwas. Ja, ja noch. Bist du gut dabei. Gut und günstig. Aber ich weiß, was ich machen kann, wenn das nicht funktioniert. Was? Dann kann ich immer noch das Saatgut aus dem Fronttank auslagern in Big Bags und daran die Seemaschine aufladen. Ja. So oder so kann ich auf jeden Fall was mitnehmen. Ja, dass die Shatter hier so flackern, das sieht schon ein bisschen olber aus. Also bei mir ist alles schön. Ja, es ist. Guten Tag. Guten Tag. Meine Grafikkarte hat halt Schmerzen. Lasst sie doch. Jetzt hat man nur durch diese unnötige Fahrerei schon wieder einen halben Tag verplempert. Meine Güte. Es ist 7.10 Uhr, 18. Na, guck mal, es geht schon mal Saatgut rein. Das ist gut. So. Wie viel Saatgut passt eigentlich in diese Maschine hier rein? Auch wahrscheinlich nicht so viel, ne? Oh, ich bremse nicht. Saatgut. Machen wir mal 2 Sack. Das müsste eigentlich reichen, oder? So, jetzt machen wir hier mal. Ja, klappt nicht möglich. Ja gut, da... Oh ja, doch einiges sein hier. So, ich muss beim Gacki. Wo hat denn der Gacki seine Felder? Ja, wieso? Ja, weil da doch die Wiese hinkommt. Ach so. Da versuche ich mal mit der Direktsaat mal drüber zu säen. Oh. Ich wollte dir das Feld nur vorbereiten, dass du ein bisschen was an der Mission verdienen kannst, weil ich halt ein guter Nachbar bin, weißt du? So ist es halt. Anders gesagt, hätte ich gewusst, dass du das kaufst, dann hätte ich bei der Mission, bei dem Sehen gleich mitgedüngt. Das wäre ein nicer Zug. Ja, ich wusste auch nicht. Ich habe halt nach irgendeinem kleineren Feld gesucht für Gas, weil da brauchst du ja keine so riesen Felder. Das ist. Ach, das hat er. Ah, das sieht auf jeden Fall, glaube ich, gut aus. Also er hat mir Saatgut zusammengezogen jetzt auf Fronttank und das andere Dingens. Ja, nice, nice. Nicer Scheiß. Du hättest, glaube ich, hier reingemusst, wenn du zu dem Feld da hinten willst. Die 34 ist hier unten, das muss doch gleich nebendran sein, oder? Die 39 ist ja bei dem. Ach so, ja, stimmt, die ist da drüben. Ah ja, okay. Oh, oh ui, ui, Schild, Baum, bei dir stehen ein paar Paletten rum. Ich hab das schon gesehen. So, Wird das interessant. Kriege ich das Unkraut hier weg, wenn ich da drüber sehe? Ja. Ja, aber auch mit einer Einzelkorn? Ja. Ja, dann hoffen wir doch mal. Oh ja, geht weg. Und haben wir einen weißen Streifen? Haben wir einen weißen Streifen? Wir haben einen Muskelwalststreifen, okay. Wir haben einen Angesiedstreifen, oh, wir haben einen Baumwollstreifen. Ha! Gut, ich bin jetzt die nächsten 3 Jahre am Ansehen. Na dann, viel Spaß. Soll ich dir mal einen gelegentlicher Lebekissbrötler vorbeibringen? Boah, wobei,
Ja, wie gesagt, 9 Meter Breite, 18 km/h. Es geht noch. Ich denke mal, ich gucke gleich mal, wie schnell der Ernter ist und die Arbeitsbreite. Das finde ich ja auch so ein Ding, der. Servus, Kacki. Guten Tag, ja. So sieht man sich wieder. Der John Deere Ernter für die Baumwolle, dass der fast doppelt so teuer ist wie der andere. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, vielleicht ist der John Deere hier. Ja, die haben beide 6 Meter Arbeitsbreite. Und ja, der Case macht ja eckige Ballen mit 20.000 Liter sogar und der andere macht halt nur 10.000. Hm. Sind beide gleich schnell. So. Dann nehmen wir doch den günstigeren eckigen. Hm. Mit größeren Ballen. Mit größeren Ballen. Wobei ich dann nicht weiß, ob ich die mit Frontlader aufgeladen bekomme. Gibt es da nicht so ein komisches Transportiergerät? Ja, gibt es auch, aber es ist halt einfacher, wenn du die einfach aufspießen tust und da sind halt die Rundballen wieder besser. Ja, aber 20.000 Liter, das ist vielleicht schon eine Menge Hausnummer, ne? Ja. Ja, muss man einfach mal testen dann. Ich werde definitiv keine. Ich hatte mal, glaube ich, geguckt. Der John Deere Ernter kostet in der Miete, glaube ich, irgendwie 43.000. Das ist. Der andere dürfte dann ja ungefähr die Hälfte kosten. Warum fahre ich so Schlangenlinien? Das gibt's ja gar nicht. Ja. So. Ups. So, aber wir können ja schon mal für die Zukunft gucken. Eine Spritzmission. Yay. Lügen. Bäh. Nee. Ich habe jetzt erstmal genug zu tun. Aber ich will mal gucken. Ist vielleicht mein Grasfeld ready inzwischen? War doch Gras. Oh, mein Grasfeld ist erntereif. Ich kann Heu machen. Was lachst du denn jetzt? Minus 4 Grad, es liegt Schnee und du sagst, du wirst Heu machen. Ja, ist so. Im LS kannst du im strömenden Regen Heu machen. Oh Gott, Kaki, vielen Dank. Das hat mir nochmal den Tag nochmal erheitert. Das ist halt die LS-Logik. Ja, wie gesagt, mit dem alten Seasons wäre es nicht gegangen. Ja. Ja, was ich mich auch schon freue, ist, wenn Mais Plus wiederkommt. Wo man dann wieder irgendwie 2-3 Mal wenden muss, das Gras, und nicht eben nach einmal drüber fahren, hast du Heu. Oh, okay. So, und das, Precision Farming wird ja auch irgendwann noch kommen. Das war das DLC aus 19, oder? Das mit komischen Bodenproben oder so ein Scheiß, ne? Genau. Ja, ich weiß nicht, das habe ich mir nicht gekauft, das fand ich nicht so interessant. Ja, ich hatte es mir zwar geholt, aber ich habe es auch relativ selten benutzt, aber ich habe von anderen eben gehört, dadurch, dass du da wohl einstellen konntest, hat er eben, musstest du nur einmal düngen und er hat gleich die optimale Düngemenge ausgebracht und solche Sachen waren da eben drin. Aber wie gesagt, ich habe es auch ehrlich gesagt nie wirklich benutzt. Aber eben Mais Plus, dann eben auch mit der ganzen Fütterungserweiterung und so, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Und die sind ja auch wirklich dran, um das noch zu verfeinern wohl und zu verbessern.
Also da kann man auch noch auf was Schönes hoffen. Und da man ja inzwischen auch die ganzen verbesserten Helfer ja hat, mit Curseplay und Autodrive, ja, wird das so langsam wieder. Ja, gut, die Helferchen, das ist immer so eine Sache. Also ich spiele ganz gerne ohne Helferchen. Wobei, wenn du einfach zu zweit oder zu dritt bist, einfach viele Sachen viel, viel einfacher sind, ne? Das Abfahren oder irgendwie solche Sachen, wenn du das alles immer alleine machen musst, ist halt immer ein bisschen nervig. Da ist Curseplay schon sehr angenehm. Also ich, wie gesagt, also wir haben es eben auch immer so gehandhabt, dass wir im Multiplayer die Sachen da klar nicht nutzen. Aber eben wenn ich jetzt sage ich mal wie eine NF Marsch, eine Vierfachkarte, und man die kontinuierlich in einem Let's Play spielen will, das bringt nichts. Wir hatten ja hier jetzt auch schon gesehen, wenn du irgendwie 5 Folgen dabei bist, dann ein Feld zu ernten oder so. Ja. Da ist dann halt schön, wenn du eben irgendwie 10 Curseplay-Fahrer, die im Hintergrund irgendwie noch arbeiten und du eben... Ich mach's dann so, es ist dann zwar teilweise wirklich mehr ein Manager-Spiel schon geworden, wie ein Landwirtschaftssimulator, aber ich guck halt, dass ich trotzdem immer noch Sachen auch selbst mache. Mhm. Ich muss mir da manchmal immer mal wieder auf die Finger klopfen, weil ich es zu wenig mache. Aber es geht eigentlich ganz gut. Ja, und wobei man sagen muss, Curseplay jetzt im LS22 ist noch sehr, sehr rudimentär. Also da ist noch nicht wirklich viel drin. Und Multiplayer-fähig ist es auch noch nicht. Das wird alles noch kommen. Aber Autodrive funktioniert. Perfekt. Ja, ich denke, ich werde, also ich hätte wieder Bock, wie so eine kleine Karte zu spielen, wie sowas ähnliches wie das Wildbachtal. Und mit dem ganzen Seasons und so, ist es echt cool geworden. Das Problem ist halt nur, du musst halt deinen Hof vorbereiten, ne? Weil du kannst nicht einfach auf der Karte anfangen mit irgendeinem kleinen Hof, weil du brauchst halt, wenn du mit Mais Plus und so spielen willst, halt einfach viel, viel, viel Feldfläche, damit du überhaupt deine Viecher ernähren kannst, weil die fressen ja die Haare vom Kopf. Ja. So sieht das aus. So. Lass mich mal kurz nach meinen Produktionen gucken. Oh, laufen. Cool. Aber das Saatgut wird langsam eng. Ja, bei mir nicht. Da war noch genug drin. Ich habe jetzt auch so einen kleinen Strautmann mit 4000 Litern geholt und da tue ich dann immer einen vollen pro Gewächshaus immer reinkippen. Ja, ich habe den mit Aufbau mit 8000, das ist schon angenehm. Ja gut, wenn man den voll macht mit Dünger, also ich habe jetzt mit 4000 Liter zahle ich 6400 Euro allein für Dünger für ein Gewächshaus, das reicht dann. Dann müssen die Gewächshäuser erstmal wieder ein bisschen Geld rausspielen, damit wir da vorankommen. Mal gucken, was haben wir denn jetzt an diesem Ingame-Tag? Sind schon wieder 4.800 Euro durch die Gewächshäuser. Jo. Läuft. Ja, da geht schon was. Ja, da muss ich ja hier auch noch walzen wieder. So. Oh, cool. Ich schaff mein Feld fertig zu sehen in der Folge noch. Ich nicht. Was? Jetzt bin ich aber schon ein bisschen enttäuscht. Jetzt sagtest aber, du nicht was von 9 Meter und 18 km/h? Ja, aber wenn man guckt, wie weit ich schon bin, ist gar nicht mal so wenig. Ja gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, während ich jetzt hier mal ansetze zu meiner letzten Bahn, vielen Dank fürs Einschalten. Bitte seid so gut. Ich meine, wenn ihr das seht, sind wir ja schon wieder viel, viel weiter in der Vergangenheit. Aber ihr müsst euch mental
an den morgigen Tag zurückversetzen und mir im Geiste zum Geburtstag gratulieren. Ne? Also ich erwarte das schon, ne? Und ich möchte das dann spüren, dass ihr alle an mich denkt. Ne? Ansonsten würden wir uns natürlich über ein Däumchen dafür freuen oder über einen Kommentar. Und ja, Kanäle, ne, findet ihr unten in der Videobeschreibung, sind alle verlinkt. Und ansonsten sage ich danke. Tschüss. Auch von mir. Tschüss. Bis zur nächsten Folge morgen.